Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, meine Lieben, und alle, die zugeschaltet haben, zu Mutter Erde spricht zu uns. Sagt danke, dass ihr da seid und dass ihr gut eingestimmt seid auf die Mutter. Kurade Pachamama. Ich grüße dich, Mutter Erde. Atumba Atashatin, die Erde grüßt euch. Noshono enate teono tokema. Nahada doshono ma anamanda toma. Neshinate amatikeo. Motoshono tokwe. Es ist ein Kelch, der euch gereicht wird in dieser Zeit des Lichts. Es ist ein Kelch der Winde, er geht von Angesicht zu Angesicht. Es ist ein Kelch der Freude, der nun reihum geht. Es ist ein Kelch des Lichtes, das für euch heute steht. Der Kelch der Wohnung, der Weisheit, Kraft und Freude. Na, wenn deine Weisheit geht von Angesicht zu Angesicht und du stehst im Licht, du stehst in der Weisheit Freude. Du stehst in der Weisheit Angesicht. Du gehst ins Licht, du Weisheit, Freude Angesicht. Für dich ist Zeit, nun zu gehen. Du kannst die Worte der Mutter verstehen. Ein Teil wird von euch gehen. In reiner Freude gehe zum Licht. Die Mutter zu euch spricht. Und das macht die Tür zu. Hier fahren die LKWs vorbei, Entschuldigung. Das, was zu euch spricht, ist, klingt wie ein Gedicht und es geht von Angesicht zu Angesicht. Im Glanz der Sterne werdet ihr euch sehen, im Glanz der Sterne eure Freunde und Bekannten wiedersehen. Im Glanz der Sterne seid ihr vereint, im Glanz der Sterne tanzt ihr nicht nur zu zweit. Im Glanz der Sterne bist du bereit und gehst jetzt für alle Zeit. Das Licht der Freude wird dich erwecken, es wird dich mit Staub und Sternenstaub bedecken. In deiner Weisheit wirst du sein, du bist im Herrgott nicht allein. Du bist hier ein Menschenkind, du eilst hier geschwind, geschwind, du eilst durch die Winde Nacht, du hast Glück und Freude hierher gebracht. Du bist ein Stern vom fernen Ort, du bist ein Stern und immer dort. Du bist vereint mit dem Himmelreich, du bist vereint. Ihr seid so reich, ihr seid vereint in diesem Reich, auf das ihr seid in diesem Kleid. Als Menschen hier geboren, als Menschen hier gestorben, als Engel auferstanden und vom Herrn auserkoren, um hier zu sein in dieser Pracht, das hat die Mutter für euch gemacht.
Matisunatama. Nageanatokaya. Masanakena to omate anatoko. Napasisunato mamato. Lalolono mamama. Matisunatokaya. Ma honoko ena. Nakia no tokaya. Diachichina toka mama. Dayatata. Vatenon. Patiata. Wenn sie euch beim Namen ruft, ihr euch zu ihr bekennt, als die Kinder Gottes, als die Kinder, die dieser Schöpfung ihren Glanz und ihren Ruhm gaben, als die Kinder dessen, was ihr Vater und Mutter nennt. Ihr seid vereint in allem. Ihr seid vereint in euren Sein. Ihr seid vereint für die Ewigkeit. Und keiner von euch ist allein. Ein Kreis, die Mutter jetzt für euch bindet und sie euch an sich bindet, dass ihr wisst, dass ihr nicht fallen könnt, wo es nichts zu fallen gibt, dass ihr triumphiert in eurem Leben, dass ihr reich seid und beschenkt, und sie wird euch alles geben. In ihrem Schoß euer Herz ruht, so wie es umgekehrt auch bei euch tut. Wir sind vereint. Wir sind eins geworden. Wir haben Tag und Nacht überwunden. Na shana enotoke emetiti shanatoke na hanotoke epeti shanatoke yetoton opapeviti shanato vati enotoke enototititi shanato vati enotoke ya vanto aete tovo epeti shanato vati enotoke ya Ja, no, geh no to, Mama. Machio no to. Machio no to, kaya no to. Viele Tage und viele Nächte sind gegangen und sie sah auf uns herab. Sie hat uns erblickt in unserem intimsten Gewändern und hat uns erblickt zu jeder Zeit. Sie war immer um dich und hat alles gesehen, was du getan hast mit deinem Erdenkleid. Du bist gekommen und bist gegangen. Und alles hat irgendwie immer angefangen zu sein, zu richten, dass es dir gut tut, dass es für dich gut ist. Und du hast dein Leben geändert, du hast dein Leben verändert und bist doch immer dasselbe geblieben. Das war das Spiel oder der Rahmen, in dem du dich bewegtest. In diesem Spiel und in diesem Rahmen, da trugst du ein anderes Kleid. Da warst du an der Gestalt, die Jusete. Und was kommt dann? No ho no te tijina tokea. Ja te tijina tokea, ma popo te jute. No te yana to koha pape jina ta. Ja te to o pape te tijina to mama. Na peke o ma po te tijina ta. Wenn die Bewusstseinsebenen in euch ihren Platz gefunden haben, im Reich dessen, was ihr euch erdachtet, dass ihr das Leben nanntet, dass ihr als lebenswert oder lebensecht empfunden habt, was euch Freude bereitet hat,
Diese Qualitäten sind mehr und mehr abgespeichert in euren Bewusstseinsschichten, die nur dazu führen konnten, dass diese Bereiche für diese neue Erde tragbar waren, weil sie auch umsetzbar waren. Sie sagt, wenn du dir jetzt mal vorstellst, dass du dir ein Haus einrichtest oder eine Wohnung und du bekommst die Möglichkeit, es neu einzurichten, du würdest nicht Dinge in dieses Haus oder in diese Wohnung stellen, die dir nicht gut tun oder die deinem Herz geschadet haben. Und so sammelte sie von den Besten aller Besten. Und ein Drittel der Menschen verkörpern das Allerbeste. Und sie haben also die Fähigkeit, damit zu erschaffen. Und darum, es geht nicht um jeden Einzelnen, sondern es geht darum, wie das Kollektiv darüber denkt, was geschehen soll. Wenn sich diese Kräfte vereinen, wenn diese kraftvolle Zeit alle erreicht hat, dass das Bewusstsein, dieses Kollektiv, das in Liebe gereift ist, manifestiert, dann ist die neue Erde für uns sichtbar. Und dieses Kollektiv ist im Begriff dazu, diese Bewusstseinsebene also zu manifestieren in ihrer ganzen Struktur, damit Veränderungen Entschuldigung. Damit Veränderungen stattfinden kann und damit Veränderungen für uns Menschen machbar ist, hat dieses Kollektiv beschlossen, dass es so wie eine Konferenz oder eine Rat der Weisen-Sitzung, die also auch stattgefunden hat vor einigen Tagen, die beschlossen hat, dass diese Bewusstseinsschichten, die besonders die Liebe kreiert haben, dass diese also für die neue Einrichtung der Erde also als Vorbild dienen. Also sie sagt, dadurch haben mehrere Menschen, Schichten, mehrere Charakterebenen durchlebt oder durchlaufen oder erfahren, damit aus allen Charakterschichten das, was am liebevollsten also sich hervorgetan hat, dass das zum Baustein der neuen Erde werden soll. Also sie sagt, es gibt auch Abstufungen in der in der Bewusstseinsebene oder sie zeigt mir jetzt in eine Treppe, die wie eine Pyramide, also von allen Seiten sehe ich jetzt eine Treppe, die von allen Seiten bis hoch in eine Pyramide geht und sie sieht verschiedene, auf diesen Stufen sind jetzt verschiedene Herzen, die irgendwie auf diesen Stufen tanzen. Also rings um die Pyramide
scheint eine viereckige Pyramide zu sein. Und auf den Stufen tanzen also diese Herzen. Also sie sagt, das soll man sinnbildlich so vorstellen, dass es sogar in den untersten Bewusstseinsschichten also Menschen gibt, die besonders herz- und liebevoll etwas getan haben und das dazu beigetragen hat, dass das auch gesehen worden ist vom Rat der Weisen. Und es hat also dazu beigetragen im Rat der Weisen, dass sogar die untersten Bewusstseinsschichten mit eingeladen worden sind, an der Entstehung der neuen Erde also auch teilzuhaben, indem sie etwas vollbracht haben, was so sehr herzerwärmend war, dass es also ein Grundbaustein für das Neue sein soll. Und sie sieht also verschiedene Treppen und Ebenen, die sie uns zeigen möchte. Und das hat also nichts mit dem zu tun, wo jeder Einzelne steht, sondern auf jede Treppe muss besetzt sein und eine Reihe Herzen hat sie jetzt. Also auf jeder Treppe ist jetzt eine Reihe Herzen, bis die Treppe praktisch ausgefüllt ist. Dann geht man um die Pyramide rum und dann sieht man wieder eine Reihe Herzen auf diesen Treppen. Und so geht es halt immer weiter, bis oben eine Plattform ist. Da sind lauter Herzen. Und die bilden dann die Spitze. Und Herz, also als Symbolkraft, sagt die Mutter, ist die Liebe. Und sie sagt, das ist also das, was wir da sehen, ist nicht nur die Pyramide, die Treppen und die Herzen, sondern diese Pyramide besteht aus Herzen. Also es ist nur der äußere Teil, der uns jetzt sichtbar ist. Jedoch die gesamte Pyramide besteht aus Herzen. Warum sie eine Pyramide wählte, wird sie, wollt ihr euch vielleicht mal fragen. Also sie sagt, es ist nicht irgendeine Pyramide. Also sie sagt, wenn man verschiedene rechnerische Gleichungen betrachtet, aus den Bausteinen, also auch der Mensch und das gesamte Universum ist, das stellt also diese Pyramide dar, dass das alles beinhaltet. Die Pyramide ist also so gebaut, dass es alle Gleichungen und alle mathematischen Formeln praktisch beinhaltet, die dazu dienen, das Weltbild oder das Anschauungsbild der Menschen darzustellen. Also das beinhaltet die Pyramide. Und sie sagt, aufgrund dieser Konstellation oder Berechnung ist daraus ist die Liebe. Die Liebe ist also ein Energiepol aus Gleichung und Berechnung, die dazu dienten, den menschlichen Körper darzustellen. Oder wie sie alle heißen, die sind alle beinhaltet in dieser Energie und das nennt sich dann Liebe. Und wenn man es oberflächlich betrachtet, hat es eine Pyramidenform. Und dann drehst du dich um oder wendest dich und es erscheint dir wie ein Ball.
Wortet ihr betisch ein Dodekaeder oder ein Oktaeder oder ein Tetraeder? Wortet ihr atisch ein Ebia, ob ihr Geron oder du? Und plötzlich findest du alle Formen und Muster in dieser Pyramide der Herzen. Und das ist das Gute, das sich zusammen gefunden hat und im Einklang ist. Und das ist halt ein Element, das der Mensch noch nicht gefunden hat, um es zerstören zu können. Ja, und du sollst dir jetzt also vorstellen, du gehst in diese Pyramide rein, also du bist auch eines der Herzen. Du bist auch eines der Herzen, die die Treppe bildet, und du erlaubst dir jetzt also jetzt in diese Pyramide reinzugehen und erlaubst dir, dich in dieser Liebe zu baden, in dieser Energie zu baden, denn du weißt jetzt also, dass alle Elemente der Berechnung, die dich darstellen, also reine Liebe ist. Und das entsprechen auch die wenigsten Menschen darüber, die besonders in der Mathematik gut ist über Liebe, denn sie wissen darum, sagt die Mutter. Wa ebibi dijuna toima papa itijuna toko. Ja, papa bibijuna. Und ob das dann also dem Ganzen auch dienlich ist, sozusagen, ist halt auch eine andere Frage, wenn man diese Menschen Gestalten dann praktisch betrachtet in ihrer Ganzheit, dann sind sie dieses Element, das sie verkörpert, als nicht ausreichend, also das für Mathematiker jetzt so. Und deswegen können sie also auch wenig Liebe zeigen oder Liebe leben, also Menschen, die mathematisch da so unterwegs sind. Wati inhata to dijishna te ma papa ete dijishna to kama ya ha na to koha ete dijishna to ya no 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 to dijishna to na to dijishna to mama ya di yu dijishna to. Das Kraftvollste an der menschlichen Füße oder Psyche ist die Liebe, und das ist das, was alles in Harmonie bringt, was um dich herum ist. Und diese Qualitäten, die wurden also durch euch gelebt oder belebt, dass das Feinste aller Feinsten, wenn du ein Sieb dir vorstellen würdest und du würdest anfangen, Sandkörner zu sieben, dann würde das Feinste aller Feinsten vom Feinsten würde, wenn das da unten rauskommt, das sagt sie, ist der Anteil der Liebe, wenn man also alle Menschen nehmen würde. Und in dem Fall wären das halt die Sandkörner und das Feinste aller Feinsten. Und das ist der Grundstoff für die neue Erde. Und das verkörpert also ein Drittel der Menschen. Bei ihrer Türkei arbeitet sie schon da. Na papi jono to kompa yo pe jono to tushu jono to ki yo mama opo yeti yati jono to tu wa ano to pa mama wa papi jono to. Und sie sagt, dass es nicht nur Bewusstsein ist, die das Liebe hervorgebracht hat oder dass Liebe sich entwickeln konnte,
sondern dass es hauptsächlich Schmerz war, dass wir Menschen also sehr viel Liebe im Schmerz empfunden haben und dass es also unser sogenannter Höllenritt war, den jeder Mensch durchlaufen ist. Und dieser Höllenritt, der diente halt dazu, um die Liebe zu gewähren durch Schmerzen. Aber also stell dir eine Frau vor, die jetzt gerade ein Kind bekommt, sagt sie, und die Wehen gehen gerade los. Und dann kommt so etwas Liebes, ein Kind auf die Welt. Und warum ist das so? Das genaue Gegenteil von Schmerz ist Liebe. Und Liebe und Schmerz sind verheiratet. Sie gehören zusammen. Also sie konnten erst zusammen, konnten sie eine Reaktion oder eine Verbindung eingehen, als als sie eins geworden sind und sie gemerkt haben, dass sie aneinander brauchen, um Gegensätzliches praktisch sichtbar zu machen. Und dazu diente also auch dieser Schmerz. Und durch diesen Schmerz habt ihr Liebe empfunden. Je höher der Schmerz war, desto mehr habt ihr geliebt. Also es hat sich Potenzial, alles, was also wenig Schmerzen gemacht hat, hat wenig also Liebe erzeugt, was viel Schmerz gemacht hat, hat viel Liebe erzeugt. Das haben sich also beide Seiten gleichmäßig durch uns aufgeteilt und haben sich gleichmäßig gefüttert und genährt. Und das eine konnte ohne dem anderen nicht wachsen. Und das ist das, was im Mutterleib geschieht. Das eine, also die in der Uterus ist das Kind und es muss also nach draußen und der Schmerz ist also ist der menschliche Leib und die Liebe ist die Geburt, die neue Erde. Und sie sagt, das ist ein Reifeprozess gewesen, der also die 26.000 Jahre durchdauert hat, bis dieser Reifeprozess abgeschlossen werden konnte. In dieser ganzen Zeit, in dem der Rat der Weisen wieder zusammengekommen ist, das wurde vereinbart, wenn dieser Zeitpunkt ist. Und das war also in den letzten Wochen. Also sie sagt, es war in den letzten Wochen, als der Mond sich verfinsterte und eine neue Sonne geboren wurde. Und das hat also einen Schluss, wurde da gefasst, für die kommende Zeit. Ja, es ist also ein Bewusstseinsritt gewesen in einem Embryo, der an sich innerlich schon total ausgereift ist, jedoch
es wurde der Ausgang noch nicht freigegeben, es wurde also noch blockiert. Und die Blockierung hat also stattgefunden auf Beschlüssen der aufgestiegenen Meister, dass diese Frucht, die sich Liebe nennt, also nicht verstreut oder nicht versprüht, sondern konzentriert also auf die neue Erde geht, also in die Menschen geht und die sozusagen also die neue Erde mit Konzentration, also konzentrierter Liebe beseelen werden. Ja, aber die Schnurrtoka. Also sie sagt, damit es zu keinen Missverständnissen kommt und damit es also zu keinen Auseinandersetzungen in der nächsten Evolutionsstufe kommt. Wobei die Schnurrtoka Yatadoka Mama wird also dieses neugeborene Kind praktisch in einen jeden Menschen gegeben und alles wird in Liebe praktisch auch in Ordnung gebracht. Und dass jemand böse sein muss oder rumschreit oder irgendwie sich anderweitig artikuliert, sondern einfach in Liebe das dem anderen mitteilen kann. What did you want to go? Und sie sagt, das ist halt auch ein Schritt, den wir jetzt gehen. Also sie sagt, ein Schritt des Vertrauens zu gehen und ruhig etwas mal mit Liebe auszuprobieren, wenn du es dem anderen sagst. Und das ist also nicht so einfach für Menschen, die mit anderen Menschen zusammenleben, die dieses Empfinden noch nicht haben. Jedoch, sie werden sich trennen und sie werden Abschied nehmen aus diesen Gesellschaftsformen. Also die Zeit und die Energie lässt es nicht mehr zu. Also es ist, sie sagt, es ist wie zwei Magneten, die nicht zusammengehören, die sich abstoßen und sie können sich nicht mehr annähern, weil die Zeit bereits überschritten ist, in der man halt noch handeln konnte. Und für diese Menschen, also die haben beschlossen, sich dann zu trennen. Und das hat nichts damit zu tun, dass sie nicht Liebe empfinden können oder Liebe geben können. Nur für diese Schwingungsebene auf der Pyramide ist halt ihr Platz nicht da vorgesehen. Die gehen vielleicht eine Stufe dann tiefer oder müssen um die Pyramide herumgehen, um da ihren Platz zu finden. Geh doch nicht neben dir, das geht nicht. Wenn du dich jetzt so in dieser Pyramide siehst. What am I, bitte, Und sie sagt, du brauchst nichts dafür zu tun, es wird jetzt geschehen. Und so gibt es für viele Menschen kein Zurück mehr. Also die Wahl, die sie jetzt getroffen haben, die wird ihr Bestand sein in ihrem Leben. Ihr Horizont oder ihr Bewusstsein wird ihr Leben bestimmen. Und das wird für viele hart sein, denn da, wo sie gerade im Bewusstsein stehen, haben sie nichts Gutes zu erwarten. Denn das, was dort geschieht, das also war ihr Wunsch, noch erleben zu wollen oder erleben
zu dürfen. Es ist so etwas wie ein Nachholbedarf entstanden. Und diejenigen, die im Bewusstsein also eine gewisse Reife haben, die haben also mehr oder weniger Anschlüsse an ganz vielen kosmischen Ereignissen bekommen. Also es sollte alles klar in dir sein und du solltest mit niemandem im Zorn sein, in der reinen Liebe. Und sie fragt, ob du jetzt noch einen Unterschied feststellen kannst zu deinem Freund und deinem Feind oder ob du da noch Unterschiede findest. Und wenn du da noch Unterschiede findest, dann bist du noch nicht so weit. Also das Reich oder die Kraft, in der du jetzt bist oder in dieser Phase, in der du jetzt praktisch vorgedrungen bist, ist so reichhaltig von Energien und so besetzt mit vielen Veränderungen körperlicher Art, seelischer und geistiger Art, von Auf und Abs, von hin und her, von rauf und runter. Sie sagt, es sind so viele Aspekte, die gerade in dich praktisch wie in einem Mixer, sollst du dich jetzt mal in einem Mixer vorstellen, wie in einem Mixer drin. Und diese Energien, sie sind gerade im Chaos, sich zu ordnen. Und sie haben sich also gleichmäßig verteilt in deinem gesamten Körper-Geist-System. Und diese Energien, sie nehmen jetzt Formen an. Also die große Veränderung, sie kommt erst, auch für den Körper und auch für dich und für dein Bewusstsein. Also das, was ist, ist eine gewaltige Welle von Veränderungen in ursprünglichen und hauptsächlichen in der Gegenwart liegenden Ereignissen beziehungsweise in der gegenwärtigen Strömung von Energiefeldern, die in andere Bewusstseinsebenen einwirken werden. Und diese Bewusstseinsebenen, sie werden dazu veranlasst, also auch das Feld zu räumen, ihr Spiel zu beenden und kampflos aufzugeben. Und sie sagt wirklich, das ist ein Bestandteil. Also es ist ein Bestandteil dessen, was da eigentlich jetzt gerade stattfindet, dass dieser Wandel überhaupt stattfinden kann. Dass es das hohe Bewusstsein eine Energieform angenommen hat, dass das untere Bewusstsein nicht erreichen kann oder nicht erreichen wird. Und diese Kraft oder diese Energie ist zurzeit also durch den Mond sehr stark gegeben. Ich will auf dem Gestalt hier im Ding. Ich bin am. Danke. Da gehen die LKWs, dann laufen hier Leute rum, also alles klar. Wo sind wir stehen geblieben? Ich bin nicht mehr an der Konzentration. Na, die Tür ist nicht zu. Ich tue mal Musik auflegen. Die Tür ist nicht zu. Thank you.
Das Himmel und die Mutter ist wieder da. Danke, liebe Mama. Sie sagt, das, was von der Mutter zu uns kommt, diese Energie, diese enorme Energie, also ist die Beendigung des Spiels und des Spielfeldes. Es bekommt neue Formen. Das, was unser Energiefeld jetzt momentan erlebt, ist eine kosmische Umwandlung, also eine kosmische Reise, die dort vonstatten geht, die wir auf menschlicher Ebene das erste Mal so erleben, dass gerade ganz viele Symptome zueinander kommen und dass man vermeintlich meint, dass der ganze Körper erkrankt ist. Jedoch du hast deine eigene Struktur in dir entwickelt, dein eigenes Bewusstsein hast du entwickelt, dass die also eine ganz andere Körperkonstellation voraussetzt. Also dein Körper wird deinem Bewusstsein angepasst und so wie du denkst, so bekommst du deinen Körper. Also sie sagt, das ist das, wenn wir uns das vorstellen können, dass wir einen freien Willen hätten, dann kannst du jetzt durch Bewusstsein erleben, wie dein Körper deinen freien Willen umgesetzt hat. Das, was also das Endresultat ist. Also es spielt eine wichtige Rolle, dass das Körper-Geist-System, das, was du im Laufe deines Lebens gedacht hast, dass es das jetzt zum Ausdruck bringt. Dass du es jetzt verkörpern wirst, all das, was du denkst, dass du ausmachst oder dass du bist, wird durch dich jetzt verkörpert. Wobei es wichtig ist oder fast vordergründiger ist, diesen Lichtkörper zu sehen. Diesen enormen Lichtkörper, der sich jetzt gerade um dich herum, also in einer Vielseitigkeit zeigt und für jeden sichtbar wird. Also manche Menschen werden es um deiner Gegenwart nicht aushalten, wenn sie einer anderen Fraktion angehören. Also spricht, dein Körper spricht eine klare Sprache und dein Bewusstsein spricht auch eine klare Sprache. Und die ist durch diese Liebe und durch diese Konzentration der Liebe so stark schon ausgerichtet oder Also es ist ein Bewusstseinsstrahl, der von dir ausgeht. Durch reine Liebe genährt und durch reine Liebe dem anderen übermittelt. Und sie sagt, sie soll sich bitte wieder erinnern an diesen Lichtkörper. Also der dann eine Pyramide geworden ist und beinhaltet alle Formen und Farben und Berechnungen, als die je gemacht worden sind, ist vollkommen. Und sie sagt, und jetzt stell dir vor, diese Pyramide, und die Herzen darum, und wenn du die Pyramide also von allen Seiten betrachtest,
Und die Herzen, jetzt ist so, stell dir vor, dass jedes einzelne Herz, das diese Pyramide also im Außen zeigt, plötzlich also eine goldene Schnur oder einen goldenen Faden bekommt. Und dann die Spitze der Pyramide nochmal, also von der Spitze nochmal ein goldener Faden weg. Also das Beste vom Besten vom Besten wurde gegeben, also für die neue Erde zu erschaffen, um in der Einheit, die das Ganze dann bildet, auch deine Persönlichkeit oder deine persönlichen Bedürfnissen oder persönlichen Räumlichkeiten praktisch zu kreieren, in denen du dich wohlgefühlt hast oder in denen du dich wohlfühlst und in Liebe und Harmonie mit dir warst. Es werden dir diese Räume gegeben, sagte die Mutter, die du für liebenswert empfunden hast. Also sie sagt, es werden Träume wahr, es werden Wünsche, die du in Liebe gehegt hast, werden wahr. Und sie sagt, und das ist auch ein Teil deiner körperlichen Existenz, die jetzt also ihre Vollendung sucht in dem, was deinem Ideal entsprach, also in Liebe. Ja, und diese Liebe oder diese Hingabe, die du allen Menschen gegeben hast, sie ist ein Bestandteil dessen, was die Essenz so rein gemacht hat. Und im größten Schmerz, als du dir deine volle Liebe gegeben hast, im größten Schmerz, so waren die Gegensätzlichkeiten sehr, sehr, sehr stark miteinander verbunden. Und du hast sehr viel Kraft da bewiesen in deiner Liebe. Also sie sagt, es ist also auch etwas Übermenschliches geschehen, gerade wo du diesen enormen Schmerz in deinem Leben gehabt hast. Denn es war nicht nur Liebe da, sondern es entwickelte sich Vertrauen. Und sie sagte, Vertrauen ist nicht reich gesät hier auf dieser Erde. Also alle reden von einem Vertrauen, das sie angeblich haben, jedoch können sie auch einen Schmerz überwinden im Vertrauen und in der Liebe bleiben. Das ist also etwas sehr Edles und einige Menschen haben das also hervorgebracht, damit dieses also vonstatten gehen kann. Bitte hat es dieser Menschenbedarf. Und das, was uns in der nahen Zukunft begegnet, es ist also das Leben, das wir anfangen werden, es zu leben, Vertrauen und Liebe. Und es wird sich in allen Bereichen, sagt sie also, zeigen. Also sie sagt, es ist so etwas wie ein kosmischer Flächenbrand entstanden, der durch uns entzündet worden ist, und zwar auf dem gesamten Planeten. Und dieses hat schon eine derartige hohe Intensität erhalten, dass es also nicht mehr zurückhaltbar ist. Das, was da geschehen ist,
kann kein Mensch mehr aufhalten, also keine Gewalt kann das mehr aufhalten. Ja, der Bibi, die ja, ja, die ja, Onotoka, ja, die Latu, Obayati. Jedoch, es ist auch etwas, was einen großen Wirbel praktisch auslöst. Sie spricht von einem Orkan, der in der nächsten Zeit kommen wird, in unser menschliches Bewusstsein und auf diese Menschen sich manifestieren wird, nicht nur im Bewusstsein, sondern auch in der materiellen Welt. Es wird ein Orkan. Und sie sagt, es wird ein Schreien und es wird einen Schmerz geben, der also noch schlimmer sein wird, als das, was wir uns überhaupt vorstellen können. Und zwar, wenn die Erde geteilt wird, also wenn der eine Teil weggerissen wird. Also wenn diese Bewusstseinsebenen diese Materie nicht mehr aufrechterhalten können und der wir gelitten haben, dann werden sie schreien und wir werden also es sehr stark vernehmen. Und dieses Schreien ist dann eine Wiedergeburt, oder das erläutert also die Geburt ein. Nicht, es läutet ein, sagt sie, sondern sie sagt, das ist die Geburt, wenn dieses Schreien kommt. Und was zurückbleibt, ist dann ein Kind aus Liebe. Und für die anderen ist halt dann dieser Film zu Ende. Also das Kind wurde geboren aus sich heraus, also aus der tiefsten Dunkelheit wurde das Licht geboren, das Kind ist geboren worden. Und wenn die Kirche singt oder eure Religion singt, eine Jungfrau außer Koren, so ist es die Mutter, die ohne den Vater also gezeugt und geboren hat. Das Zeugen ist euer Bewusstsein, jedoch dieses Bewusstsein hat sie nicht gehabt. Es ist erst durch uns gekommen. Wir waren der Samen, der gereift ist, den sie jetzt gebärt. Und also das Kind ist praktisch auch selbst der Vater. Ja, Oma, bitte, die schöne Tage, Oma, Papi, Pino, du komm mal. No, Oma, die schöne Tage, na, Oma, die schöne Tage, Oma, 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 die Oma, 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 Oma. Und sie sagt, diese Geburtswehen oder diese Geburtsstunde, die jetzt also beschlossen worden ist vom Rat der Weisen, es wirklich mit den feinsten aller feinsten Kristallen der Liebe praktisch zu gestalten. Dieser Augenblick ist nun gekommen für uns, die wir also maßgeblich daran beteiligt waren, unser Gottsein praktisch zu erfahren, in uns aufzunehmen. Also die Zeit ist jetzt gekommen, da wir reine Liebe sind. Und Liebe bewertet und verurteilt nicht, sagt sie. Und das wird also die zukünftigen Generationen wird das prägen, was durch uns gelebt wird. Also wenn sie einen Blick in die Zukunft wirfen, dann sagt sie für uns ein Leben voraus, das in der Harmonie mit den Pflanzen und mit den Tieren ist. Jedoch es wird auch ein Leben sein, wo sehr viel auch erschaffen wird, Neues.
durch Bewusstsein aus Liebe kreiert. Babiyatu Dijinato, Yama Babi Dijinato, Enatoko, Mama Aike. Also sie sagt, da werden sich Menschen zusammenfinden, die etwas zusammen gestalten, und einer hat vom anderen den Plan, ohne dass sie sich erklären müssen, was sie da tun. Und sie sagt, und das ist auch das Zusammenfinden, das jetzt gerade stattfindet, dass wir praktisch einen Bauplan in uns tragen. Also ein Element zum Bauelement. Also um eine neue Erde zu erschaffen, tragen wir den kompletten Bauplan in uns, und wir sind gerade dabei, also die Strukturen zu verbinden in diesem Bauplan. Und wir dürfen gewiss sein, dass jeder, also der im Lichtkörperprozess ist, dass der ein Bestandteil des Bausteins ist, dass der ein wichtiger Bestandteil der neuen Erde sein wird. Also bei einigen, die es noch nicht wissen, sagt die Mutter, werden Menschen kommen, die es ihnen sagen werden, für was sie praktisch oder in welchen Aufgabengebieten sie praktisch mit aktiviert werden können. Ja, also sie sagen so etwas, das sind so kleine Helferengel, die mal dorthin schwören und mal dorthin schwören und da mal etwas tun und da etwas tun. Sie haben also keinen festen Plan in sich, jedoch sind immer bereit, also auch anderen zu helfen, damit es da weitergeht, wo es weitergehen soll. Und dass sie sagt, das ist so etwas, also gerade diese Menschen ist so etwas wie der Fluss des Lebens, sie verbinden. Also wenn du dich nach dem Sinn des Lebens fragst, so lass dich einfach führen und vertraue. Der Sinn des Lebens sagt, zeigt sich, wenn du im Fluss bist. Damit das wirken kann, was durch dich wirken soll, musst du frei sein von jeglicher Vorstellung, was du sein könntest. Und was du nicht bist oder was du nicht sein kannst, das hat eine freie Form, und diese Form gestaltet die Mutter durch dich, wenn du also nicht fragst, wieso, warum und weshalb, sondern dich einfach so sein lässt, wie du bist, und annimmst, was aus dir ist oder aus was du bist. Und manche von uns wissen schon sehr wohl, was ihre Aufgabe ist und zu wem sie hingehören und was durch sie erledigt werden soll, dass das Große und Ganze also auch stattfindet und dass es sich kreiert oder dass es Formen annimmt. Und diesen Bauplan, der wird jetzt nach und nach praktisch freigegeben, indem dass sich also Menschen zusammenfinden werden, die sich über etwas unterhalten, was daraus entsteht. Und sie sagt, und sie bringen nicht nur das mit, was sie in sich tragen, also ihren Bauplan, sondern sie bringen ihr gesamtes Umfeld mit, das dazu beigetragen hat, dass die Menschen begreifen, was den dazu befähigt oder was ja, warum der das macht. Denn sie sagt, wir sollen uns nicht vorstellen, dass wir einzelne Wesen sind, die irgendeine Entscheidung getroffen haben,
sondern dass an deiner Entscheidung noch andere Entscheidungen mit dran hängen. Und diese Entscheidung, die trägst du also mit dir herum, auch der anderen. Und dass die Entscheidungen werden jetzt also zu einem Kollektiv zusammenkommen, um eine große Entscheidung zu treffen. Ja, aber die Schnatte, aber ja. Ja, die aber bei der Schnatte. No hama ono toko e ono tokama. Die ono te ono hapa. Also die größte Entscheidung, die du je getroffen hast, war die Erde zu betreten, und das war vor vielen Millionen Jahren und warst mit eines der Ersten, die also auch dabei waren, und wirst auch einer von denen sein, die praktisch ihren Gott oder Göttin leben. Und sie sagt, das ist ein großes Geschenk, das die Vater und Mutter geben, auch für die kommende Zeit. Und du sollst dich nicht alleine fühlen. Und du sollst dich also immer behütet wissen. Und sie sagt, das ist ein feierlicher Augenblick, den wir zusammen erleben werden in der Zukunft. Und egal, wo du bist oder in welcher Stadt, in welchem Ort, wir sind alle mit dem Herzen verbunden. Sie sagt, lade halt mal deine liebsten Freunde zu dir ins Herz ein und koche ihnen Kaffee oder mach ihnen Tee. Und das in Liebe und in der Herzlichkeit, in der du bist. Und du bist nicht alleine. Ja, Hamabati Chinate, ja, o Papai, o Anatokai, ja, Nali, ja, Tokokino Chinatokai, ja, Amatati Chinatoma, Mapapi, ja, Bo, Mamabato. Also, es sagt, es soll sich keiner mehr alleine fühlen. Auch der, der alleine ist, ist nie alleine. Denn es ist so viel Herzlichkeit um ihn herum und durch ihn gelebt, dass dieses Gefühl von alleine sein also auch nicht da ist. Selbst wenn du mit deiner Familie oder mit ganz vielen Freunden zusammen bist, du wirst jeden Einzelnen spüren, dessen Liebes- und Herzensenergie, und es werden also nur Menschen um dich herum existent sein können, die deine Liebes- oder Herzensenergie auch leben können. Ja, Oma, aber die Dijonator, Emma, Mama, Papa, Tikea, ja, du Dijonator, Mama. Ja, ja, das ist die Umstellung, die jetzt stattfindet, indem wir bewusster oder einfühlsamer oder fühlsamer für Herzensenergien werden. Wir werden Menschen schon von Weitem wahrnehmen, welche Energieform sie haben und ob sie zu uns passen. Und manche haben sogar also mehr Informationen, sagt die Mutter, als es ihnen bewusst war oder bewusst wird. Ja, und dann sagt sie auch, dann musst du auch mit lernen umzugehen. Als sie sagt, spielerisch rangehen, wird das schon gehen, sagt sie. Und sie ist ja auch noch da, eure Mama. Ja, Mama, Buddhishna. Und sie möchte sich für heute verabschieden. Mama, Buddhishna, Tokaya. Na, Anato, Oma, Shana, Toma. Ja, Hanalaki, Apaya, Tokai, Natushna, Tama. Also ein kraftvoller Augenblick oder ein kraftvoller Ort, in dem du jetzt bist, und in dieser Energie, in der du jetzt bist, das ist die beste Voraussetzung, um das Licht und die Freude in dir zu erwecken, dass die Mutter ihre ganze Liebe und das, was also durchs Aussortieren also übrig geblieben ist, gerade diese Essenz, dass sie dir heute Abend geben wird. Also du bist
reine Essenz aus Liebe. Und sie sagt, diese Liebe, die wird dich begleiten. Wat di di shi na te kea. No kui ki ana tu di shi na to ma. Ya di ana tu ka. Na 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 tu ka. Sie sagt, dieser Vollmond, er ist also im Zeichen der Liebe, im Zeichen eines roten Himmels und im Zeichen einer roten Sonne für uns. Wa e kia yono te jishina toko, wa kia wano toko, mana oke. Ja, die Liebe als rote Farbe dargestellt. Sie hat eine sehr große Kraft, denn das Zentrum des Herzens ist die Liebe. Oh, die Shunata. Sie wünscht uns eine gesegnete Zeit. Wane eno o goyena. Wane keno o goyena mana. Vani ogena mono mana anatushunata vanaike, vanaike. Du bist ein glückliches Kind, dich trägt der Wind. Du bist ein glückliches Kind, drum eil geschwind. Du bist ein glückliches Kind, auch in dieser Nacht, denn die Liebe hat dich vollbracht. Vanai anatoma. Oneo potoma amano tushu. Oneo potoma avana pushu. Nakia namana. Nakia pushu. Drum sei gesegnet in dieser Zeit. Drum sei gesegnet und sei bereit. Denn die Zeit ist für dich soweit. Ona bana. Ona bana. Ona bana. Na shono koyana to namana napo no potishonato neo namano mana. Was jetzt kommt, es ist geschwind. Du bist der Mutterkind. Du sollst sein ohne Schmerz. Du sollst sein in ihrem Herz, in Liebe vereint. In Liebe gemacht, in Liebe ist es in dir und in deiner Mutter vollbracht. In Liebe des Vaters, in Liebe des Sohnes, in Liebe des Geistes. Om Shanti, Gottes Frieden.